Moin Moin zusammen. Hallo. Es ist Freitagabend, der Freitag bei unserem großen Arbeitswochenende. Mhm. Wir haben jetzt soweit alles vorbereitet, die Plane ist runter. Viel hilft viel. Das farblich verändert hat, ne? Wie, was meinst du? Das Band, was da runtergefallen ist. Ach so. Am besten würde ich sagen, und wir wollen jetzt heute Abend schon mal testen, wie wir das, sag ich mal, mit der Zyklinge oder mit dem Schleifen hinkriegen. Mhm. Und ja, dann haben wir ja noch Samstag und Sonntag auf das Unterwasserschiff erstmal zu befreien. Ja, also seit es dieses Wochenende nicht fertig werden, haben wir noch ein anderes Wochenende, aber wir fangen jetzt langsam mal an. Genau, ganz entspannt wagen wir uns da mal ran, testen ein bisschen, erstmal mit wenig Kraft und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, Ton kriegt ihr eh nicht. Geht nix. Ganz vorsichtig. Also? Mach eine Zeitlupe. Ganz wenig Kraft. Das ist gar nichts. Ich hab mal voll Schiss. Sonst ist es nicht mal. Muss aber aufpassen, also an den Ecken ist es immer noch scharf. Muss ich vielleicht noch mal mehr machen. Also. Aber ist er auch nur da und da? Warum ist er denn da nicht? Ja, weiß ich nicht. Muss man gerade halten. Ja, so gut. Mal hier zum Test mit diesem Teil dran. Ne? Ja. Schutzbrille läuft. Das hier? Ist ja. Okay, also bis hier. Ja. Oh, bloß okay. Nicht weiter, ja. Nee. Das war ja gar nicht so viel. Das heißt, es muss nachher weiß aussehen von unten. Ja, würde ich so sagen. Ach, guck mal, hier sind wir auch schon auf dem Weißen. Das ist die Schicht. Ja. Okay. Gott, wie im Krankenhaus, die Brille geschlägt. Ja, den kannst du schon mal nicht benutzen. Was für ein Scheiße. Moin Moin zusammen. Hallo. Wir haben Samstag. Ihr habt eben die Tests gesehen von gestern Abend. Wir waren ja gestern Abend schon mal hier. Mhm. Und haben so ein bisschen mal rumprobiert. Kratzer, Schleifen. Ja, relativ eindeutig erstmal bei uns, ne? Ja, also wir schleifen erstmal. Ja, wir haben es mit dem Kratzer mal so ein bisschen versucht. Aber wir haben das Gefühl, dass unser Anti-Fouling relativ dünn ist. Und wir mit dem Schleifen eigentlich ganz gut durchkommen. Deswegen würden wir jetzt erstmal schleifen und höchstens nochmal den Kratzer versuchen, wenn man den irgendwo einspannen kann und die Klinge vernünftig abrunden. Ja. Weil die ist schon sehr hart. Also ich habe es hier mit der Flex ein bisschen versucht und mit der Zange halt festgehalten. Funktioniert nicht so richtig. Nee, und Felsen war noch ein bisschen zu sanft, aber irgendwie trauen wir uns dann doch nicht so mit voller Gewalt, diesen Kratzer anzulegen. Und da es mit der Schleifscheibe, ja, wie Tjag meinte, auch schon gut funktioniert, machen wir es so. Genau, Scheiben sind relativ schnell dicht. Aber in weiser Voraussicht habe ich gestern Morgen schon bestellt Schleifgitter. War, glaube ich, auch der Tipp von dem einen oder anderen von euch. Die kommen jetzt irgendwie im Laufe des Tages hier an. Und dann mache ich damit weiter. Und ja, ansonsten, seht ihr, haben wir ein bisschen Boot vor uns heute. Ja. Ja, ich schleife erstmal. Emmy kann nachher auch nochmal schleifen. Mal gucken, aber ansonsten machst du heute das Netz ab, komplett, ne? Ja, das ist ja schon, ich bin schon dabei. Ich bin schon überrascht. Also vielleicht kriegen wir dann noch Unterstützungsbesuch. Schauen wir mal. Schneid unser Relingsnetz ab. Und das bringt Spaß. So, Bitkasten. War eigentlich relativ lustig. Mein Dad hatte immer, wenn wir zusammen gearbeitet haben, oder hat er, denke ich mal, immer noch, immer so einen Eimer.
wo er den ganzen Kram immer drin hatte. Ich fand das immer so lustig, weil ich dachte, wieso hat man dafür einen Eimer und irgendwie, weiß nicht, keinen Koffer oder so. Ja, jetzt habe ich auch einen Eimer. So, ich muss mal eine Schelle ranmachen. Ist der jetzt auf? Ich hoffe. Denn das passt sonst nicht ganz. Schleifer sieht auch schon gut aus. Man sieht schon, der ist schön schwarz. So, das müsste eigentlich gehen. Mal gucken. Die passt ja. Oha, die passt aber auch. War auch ganz genau. Oha, das hält sogar genauso. Man muss einfach Glück haben, Freunde, und ein bisschen daran glauben. Nice. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Der Wahnsinn. Hast du jetzt noch Gelcode, und das Gelcode ist ungefähr 1,5, fast 2 mm dick. Okay, wir hatten also irgendwie... Relativ dick. Ja, ich hatte irgendwie im Internet gelesen, dass das recht dünn ist. Und deswegen waren wir da so ein bisschen ja. Scheu. Aber dadurch, dass er ja auch komplett wieder neu aufbaut, repariert er es ja auch gleichzeitig wieder. Das heißt, sollte da ein Schaden dran entstehen, ist er ja wieder total hinfällig, dadurch, dass er es ja wieder aufbaut. Und ich habe mir nochmal das International Zeug da angeguckt, was Adam da drauf gemacht hat. Mhm. Das ist ja ein Zwei-Komponenten-Anti-Fouling. Das ist ein richtiges Ex-Fahrt-Anti-Fouling. Das kannst du für ein Segelboot nehmen, aber meistens nehmen das die Motorbootfahrer. Ja. Weil wenn das Ding in die Welle reinknallt, natürlich deutlich mehr. Na hier, Ulf, das Netz siehst du schon, ne? Das, ja, ich hab's hin. Das ist durch. Ja, gestern habe ich ja schon Bilder gesehen. Ja. Das hat hinter sich. Das ist auch so porös schon an einigen Stellen. Ja. Aber eins merkst du dabei auch. Das heißt, das ist jetzt zwar bröckelig und bröselig, aber trotzdem noch aber ganz da gut. Drunter ist das gut fest. Und das ist das, was man braucht. Ne? Und jetzt hier so richtig Flacken raus, scharfkantig sind. Ne? Sowas hier, so, das geht weg nachher. Ne? Ja. Und die Brocken müssen auch weg. Ja. Ne? So, aber das Grundprinzip ist schon super. Also das haftet schon wirklich gut. Ja. Und was ich auch schon gesehen habe, beziehungsweise nicht gesehen habe, es gibt keine Blasen. Das ist hier irgendwo eine Osmoseblase oder sowas. Genau, da hatte ja von Rede, von der Werft, schon mal einer rübergeguckt und meinte, dass wir keine Osmose haben. Nee. Da bei der Roststelle meinte er halt, dass das ja gebolzt ist und höchstwahrscheinlich einfach oberflächlich da ein bisschen Wasser drin ist. Also nicht im Kiel, sondern das sollen wir halt schön anschleifen. Und dann, wie du meintest, mit Epoxy. Ja. Wir haben nur keine Ahnung, wie das geht mit diesem Rippen. Aber ich kann gleich mal eine Schleifscheibe rausholen. Und die Schraube wollten wir heute abmachen. Ja. Da haben wir die Anleitung gefunden, wie die abgeht. Weil die wollten mein Papa mitnehmen zur Arbeit und polieren. Ja, nee, die Schrauben raus, ne? Ja. Die raus und dann kannst du die Bolzen rausdrücken. Okay. Und muss aber sauber sein. Die sind nämlich... Die müssen auch danach wieder, wenn du die einsetzt, also wenn die Bügel dann ab sind, dann kommt dann die Mutter zum Vorschein. Ja. Und dann müssen wir, können wir dann halt gleich mal machen. Ja, und die Anode hatten wir gedacht, machen wir vielleicht auch lieber ab, weil den Saildrive hier, den wollten wir ja auch streichen. Ja, also die Anode ist ja nur eine 2 mm Schrauben, dann ist das ja wieder weg. Ja, genau. Ja, genau. Also den wollten wir auch anschleifen und dann kommt da dieses auch einmal Primocon und dann einmal Trilux oder 2, 3, 4 mal Trilux drauf. Genau, dafür hätte ich sogar vielleicht was mit mal zum gucken, ob das was bringt, das anzuschleifen. Ja? Weil ich mache sowas immer mit einer Drahtlöse. Ah, okay. Auf einer Flex drauf. Ja, eine Flex haben wir auch hier. Ja, ich hab's dabei.
durch. Oh, die sind ja richtig lang. Ja. Die werden nachher eingeklebt wieder, ne? Mit Schrauben fest. Normal gehört das festgeklebt. Okay. Das war das Blaue. Es gibt ja mehrere. Die sind zum Beispiel nicht eingeklebt. Oh, okay. Aber ich mache das immer. Mal gucken, ob der. Oh ja, da kommt er schon. Gut, dass wir das alles aufnehmen. So merkt man sich das. Ja. Du musst jetzt darauf achten, der untere Bolzen und der obere Bolzen. Der Schlitz gehört immer zu dahin, wo die Schraube ist. Okay. Weil die Schraube hält den Bolzen nachher so. Ah, okay. So. Okay. Ja, beziehungsweise in dem Fall ist es jetzt so. Ja. Waren die eigentlich auch von uns? Die lag hier auf dem Boden? Weiß ich nicht. Aber du hast keine rausgemacht außer die, ne? Nein. Die hat eine Schraube schon vorher. Was? Ach, die lag da schon. Ja, ich weiß auch nicht, wo die herkommt, aber die habe ich gestern schon gesehen. Also. So, jetzt gibt es Leute, die sitzen manchmal beim Proppenmontieren wieder davor und wissen nicht, wie rum das gehört. Ja. Ist immer ganz klar, dass natürlich dass die Verzahnung nach außen gehört, ne? Ja. Alles auf Kamera. Sehr gut. Das ist das ganze Geheimnis. Nur die Teile nicht vergessen, die gibt das nicht im Baumarkt. Okay, die tue ich gleich weg. So, und dahinter ist jetzt, verbirgt sich jetzt die große Schraube. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob die beiden jetzt raus müssen. Ich glaube, die muss raus und dann die. Ich habe auch eine Anleitung dabei. Ja. Ich hole die mal. Passt. Die schon mal raus. Mhm. Ich hier mit rein. So, und jetzt siehst du, hier ist wieder so eine Sicherung drin. Okay. So, und dein Vater, wenn er dann kommt, hat den Zollstock. Ja. Ich denke mal, das ist ein 27er. Ich kann ihn ja gleich mal anrufen, der ist ja nur 3 Minuten entfernt. Ja. Eine 27er Nuss, 1/2 Zoll Knarre mit kleiner Verlängerung. Oh. Das geht richtig gut. Ja, wundervoll. Ist hier so warm? Ja, die Sonne knallt mir voll auf die Rückseite. Bam. Ja, der Akku hat nicht mehr viel. Der ist Schluss. Achso, warte, ich hab noch einen. Nee. Aber haben wir gerade Gerät mitgenommen? Ich hab aber. Nee. Du, ich hab ja Flex hier, ist ja kein Problem. Ich hab doch noch den hier. Das ist sogar ein großer. Ach ja, stimmt jetzt, wo du das hast. Ah, der will aber auch nicht. Tja, muss doch mal laden. Ja, das Ladegerät ist leider zu Hause. Ah. Hier ist jetzt Laminat. Ja. Das ist Laminat. Jetzt kannst du auch sehen, wie dick das Gelcoat ist. Siehst du das? Oh ja, Tatsache. Ah, das da kam nice. Gerade Wasser raus. Ja. Ne? Ich mache jetzt hier noch mal ein Stückchen weiter. Ich mach nur die erste Schicht vom Laminat weg. Ja. Ihr baut das ja wieder auf. Das ist ganz wichtig nachher, dass das wieder aufgebaut wird. Aber das Wasser muss dann raus. Wenn du danach eine Anleitung für uns hast. Wie man sowas das kannst du spachteln, das ist ganz einfach. Ja? Das ist wirklich einfach. Ich zeige dir gleich, oder ich zeige dir mal theoretisch, wie das geht ja. Mit dem Spachtel. Das Metall, so dick Farbe ist da drauf. Das bestimmt 2 mm Farbe drauf. Okay. So, und jetzt machen wir mal was, damit wir hier mal das Wasser rausbekommen, damit das auch trocknen kann. Das muppelt hier nämlich. Guck mal, siehst du? Ja. Das fällt so ab. Das ist hier, kommt nicht mal vom Finger runter. Das ist wie Knete.
Oh, scheiße. Der ist auch halb tot jetzt. So, hier ist Metall. Ja, aber das ist noch gut, oder? Hier ist Laminat. Ist genau die, die Trennlinie hier, ne? Ja. So, aber hier ist Gülle drunter. Ja, ach, das sieht wieder besser aus. Auch einmal geschliffen. Hier werden wir dann wohl auch mit der nächsten Wintersaison mal das Ruderlager erneuern müssen. Aber erstmal geht das noch. Werden wir hier schön viel Fett reinmachen. Bootsfett von Liquimoli oder so. Und dann läuft das erstmal. Hier nochmal die andere Seite. Genau. Wir haben halt so ein bisschen Spiel im Ruder und genau, natürlich, wenn die Welle dann reinschlägt, dann nervt das ein bisschen. Aber erstmal lassen wir das und das ist dann für den dieses Jahr Winter eine Baustelle. Genau. Guten Morgen zusammen. Wir kommen zu Tag 3 oder Tag 2,5. Ja, wie ihr hört, ist kein Wind, das ist ganz cool. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ist eigentlich super schönes Wetter. Ja, wir machen weiter mit dem Unterwasserschiff. Gestern ordentlich was geschafft. Habt ihr ja gesehen. Und ich wollte jetzt eigentlich mal so ein bisschen erzählen, keine Ahnung, ob das richtig ist, was so meine Learnings bisher waren. Also, man kann das hier ganz gut sehen. Hier habt ihr so ein bisschen alt und neu. Hier ist noch nicht alles ganz fertig geschliffen. Aber das hier oben drauf ist das VC17. Das ist das, das alte Anti-Fouling. Da sind wir jetzt so weit, dass wir das mit dem Schaber runterkratzen, also eigentlich nur das. Und die Schichten darunter dann wegschleifen, weil das Zeug verschmiert sofort die Schleifscheiben und man riecht es sehr doll. Also kann Zufall sein, keine Ahnung. Mein Learning ist jetzt bisher, ich rieche sofort, wenn ich schleife, ob da noch Anti-Fouling drauf ist oder nicht mehr, weil das riecht super, super chemisch. Das haben wir dann nicht. Ja, das heißt, wir machen weiter. VC17 wird runtergekratzt, dann wird geschliffen und wir schleifen quasi ja, so weit runter, bis wir dann irgendwie den alten Haftgrund, würde ich mal sagen, haben. Also das ist halt so. Das ist alles VC17, manchmal ist noch ein bisschen rot dazwischen, weiß ich nicht, hat er irgendwie ein bisschen rumgepinselt, mal ein bisschen Silber. Aber im Endeffekt ist es so, es wird irgendwann schwarz, dann wird das Schwarze weiß und danach kommt man erst an die obere Schicht vom Gelcoat. Also ihr seht hier noch diese ganzen, ne, ist alles noch ein bisschen dreckig und Co., weil wir nicht, also wir wollen nicht richtig auf den Gelcoat runter, wie auf der anderen Seite, da habt ihr es vielleicht gesehen. Auf der anderen Seite habe ich ja vorne angefangen und eigentlich fast alles komplett auf den Gelcoat runtergestiffen, das machen wir hier nicht. Wir gehen quasi ja auf die Zwischenschicht, so der alte Haftgrund und das Gelcoat, weil also der ist bombenfest, da bröckelt nichts, sieht alles gut aus. Allgemein kann man vielleicht noch sagen, es sieht ein bisschen schlimmer aus, als es eigentlich ist, würde ich jetzt mal beurteilen. Also wir dachten ja, keine Ahnung, es bröckelt alles easy ab, aber gerade in Kielnähe ist das Antifouling noch so fest und noch so, so stabil, dass wir, ja, es eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber wie gesagt, es muss runter. Es funktioniert hier bei uns in der Ostsee nicht so gut. Ja, wir haben uns dazu entschieden, selbstbildendes Anti-Fouling drauf zu machen, wie wahrscheinlich die meisten von euch.
wenn wir es jetzt einmal ordentlich machen, müssen wir in den nächsten Jahren einfach nur anschleifen und rüberpinseln. Und im Endeffekt ist es ja auch so, wir bleiben im Winter nicht im Wasser. Das heißt, das muss jetzt, das, was wir machen, muss jetzt erstmal ein halbes Jahr halten. Und dann können wir halt, also dann gucken wir halt und sehen, haben wir alles richtig gemacht oder nicht. Ja, es hat uns mega gefreut. Alle, die hier vorbeigekommen sind und einfach mal einen kleinen Schnack hatten und auch so ein bisschen Einschätzung und Tipps. Also ich stand hier gestern bestimmt mit 4 oder 5 Leuten immer mal wieder am Boot und die haben es auch angeguckt. Und ja, wir machen jetzt das jetzt nach Schwarmintelligenz. Ja. Es ist jetzt noch schön Sonntagmorgen, es ist alles ruhig und wir werden jetzt hier gleich wieder Gas geben. Alle Nerven mit unserer Schleifarbeit. Alle Nerven ist mir schön auch, auf den Sonntag. Ist mir auch egal. Also wer im Yachthafen Urlaub macht, im März, der ist aber schuld. Ja, nee, weiter geht's und dann gibst du dem nächsten Update. So, ich filme euch jetzt nochmal ein paar Eindrücke. Mach das. Ich hoffe, ihr hört mich. Ihr hört auf jeden Fall Emmy da hinten am Arbeiten. Kleiner Zwischenstand, das hier ist die zweite Seite, also Steuerbordseite. Die habe ich jetzt abgekratzt. Das ging jetzt doch deutlich besser mit der Klinge. Man muss sich da natürlich so ein bisschen drin üben. Und ja, das ging eigentlich ganz gut. Also ihr seht, wir sind jetzt hier fast zusammen von der Aktion von Freitagabend. Hier fehlt uns leider eine Plane. Deswegen müssen wir jetzt erstmal die anderen Seiten fertig machen, bevor wir dann eine Plane sauber machen können und dann die wieder hier drunter legen. Ja, ihr seht natürlich super viel Dreck. Beim Schleifen saugt Emmy ab. Ich beim Kratzen, das ist eher grober Dreck, der fällt auf die Plane. Und dann saugen wir den später wieder ein. Mein Papa hat schon mal die Schraube fertig gemacht. Verrückt, wie die jetzt wieder aussieht. Wie neu. Wie neu. Richtig cool. Die wird dann richtig schön gefettet hier im Gewinde. Verrückt. Und dann kommt das ganze gute Stück hier wieder rein. Das sieht auch schon gut aus. Perfekt.